Wir befinden uns nun in Level 2 von einem guten Tomb Raider 3. Es ist wieder sehr nostalgisch hier. Na komm. Da eine Schlange oder bisschen sowas wie eine Königskobra, was so groß ist wie eine Anaconda. Da ist noch einer. Unnormal riesig diese Viecher. Keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat. Hier ist ein Schalter. Der öffnet, glaube ich, eine kleine Luke, aber ich weiß nicht genau, wo die ist. Da müssen wir jetzt mal eben auf die Suche gehen. Ich habe nämlich, ehrlich gesagt, keinen Plan. Ich glaube, die muss hier irgendwo sein. Oder auch nicht. Ich dachte eigentlich, dass die hier vorne noch irgendwo wäre. Hat sich jedenfalls sehr nah angehört. Okay, hier kommen wir auch nicht weiter. Müssen wir mal weiterlaufen. Keine Ahnung, wo diese Luke aufgegangen ist. Ich glaube, hier hinten ist nämlich auch nichts. Ah. Okay. Hier hinten ist doch die Luke. Boah, diese Kameraführung. Oh, falsche Taste. Kameraführung ist in diesem Spiel echt die Hölle. Ja, noch ein Medikit. Da hinten müssen wir auf jeden Fall noch nicht lang. Wir müssen hier nämlich lang. Ich glaube, hier ist genau auch noch einer von diesen hässlichen Schlangen. Ich sag ja, riesengroß diese Viecher. Äffchen. So, jetzt sind wir hier auf dieser Seite. Ja, mal ein bisschen Munition. Hier ist die Grafik, oder beziehungsweise die Steuerung, oder beziehungsweise, Steuerung sag ich schon. Naja, doch, Steuerung schon. Die Steuerung der Kamera, oder beziehungsweise die Positionierung der Kamera, wieder so göttlich gelungen. Keine Ahnung, was sich Eidos damals dabei gedacht hat. Mal gucken hier, wo wir lang müssen. Da können wir nicht lang. Müssen darüber. So weit wie es geht. Weil die Piranhas wollen uns natürlich auch. Da sind sie schon wieder. Schnell einen kleinen Biester. Das müssen wir mal gucken. Ich glaube, das ist nämlich hier unten jetzt. Gib Gas. Gib Gas. Hier ist auch schon wieder ein Affe. Da ist noch ein Affe. Das Blut hat jetzt gerade keiner gesehen. Nicht, das heißt, hier Tomb Raider wäre noch ein brutales Spiel. Und ich weiß einfach nicht warum, aber das Spiel, das ruckelt einfach. Also es ruckelt sogar bei mir beim Spielen. Also es ist nicht mal diesmal die Aufnahme, wie bei den ersten Teilen. Es ist komplett einfach das Spiel, was bei mir ruckelt. Und ich weiß nicht warum. Vielleicht ist das auch Meckern auf hohem Niveau, aber ruckeln muss nur nicht unbedingt sein. Ah, da ist noch ein Äffchen.
Also weit können wir noch gar nicht schießen. Äffchen wurde auch umgeschossen. Liegt hier vielleicht noch was? Nein, da liegt nichts. Noch ein Äffchen. Können wir hier was machen? Nein, da können wir auch nichts machen. Können wir mal gucken. Tomb Raider sind ja hier immer viele Sachen versteckt. So wie da zum Beispiel. Da bin ich gerade jetzt auch am Überlegen, ob ich die Ambition habe, dahin zu springen. Naja, habe ich nicht. Die Ambition habe ich nicht, falls es sich nicht lohnt. Wo die Effi noch immer gerade herkam. So, jetzt kommen wir hier rüber. Und da ich der Mr. Faileroni bin, speichern wir das Ganze natürlich wieder. Weil ich dachte, ja, man wird es nicht sehen, wie oft man speichert. Falsch gedacht, man sieht es doch. So, hier müssen wir rüber. Können wir hier rüber. Wir hätten auch, glaube ich, schon darauf springen können, aber machen wir jetzt so. Nein, nein, nein. Mr. Faileroni. Diesmal machen wir es aber auch gleich richtig. Weil man kann nämlich hier gleich schon direkt drüber springen. Macht es die ganze Sache nicht ganz so kompliziert. Da wäre es fast schon wieder passiert. Wir müssen nämlich jetzt trotzdem hier reinspringen. Um runterzurollen. Oder bitte runterzurutschen. Dass wir wieder rübergehen können, uns die Munition hier schnappen. Und dass wir weitermachen können. Ah, wir gehen gleich rückwärts runter. Das geht nämlich ein bisschen schnell. Ah, ne, wir können gar nicht rückwärts runter. Mein Fehler. Wir kommen nämlich hier nämlich jetzt nicht weiter. Wir müssen da lang kriechen. Kriechen auch jetzt so, das geht schneller. Also, na. Na, richtig geil. Oh, blödes Äffchen. Jetzt gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Ich glaube aber nicht. Naja, wir müssen irgendwo dann wohl da hoch, um darüber zu kommen. Ah, wir werden mal gucken. Erstmal ist unser nächster Schritt hier lang. Da ist auch schon die nächste Schlange. Wir hören sie ja schon. Deswegen gehen wir mal hier hin. Stirb! Geht doch. Ah, hier ist noch einer. So, das Vieh tot. Oh.
Okay. Okay. Ah, okay, guck mal, den kann man hier ziehen. Ganz unauffällig. Oh. Fast die Munition übersehen. Aber das wollen wir ja nicht. Ich habe das schon mal hingekriegt, dass ich mir die Flare auf eine Taste gesetzt habe. Aber den Rest halt noch nicht. Du heilige Kacke. Ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass man diese Viecher da nicht umbringen kann. Komme ich da rüber? Nee, ne? Könnte höchstens da hochkommen. Ich speichere mal, aber ich weiß nämlich nicht, wie viel Schaden das gute Teil da macht. Wir probieren das jetzt mal. Okay, hier oben sind wir schon mal, aber ob das jetzt was gebracht hat. Wenn das nicht mal so vibrieren würde. Könnte es auch mal ein paar Tonnen abnehmen. Ah. Okay, hier ist die Luke aufgegangen. Wir haben den nächsten Hebel. Das mit den Hebeln, das macht mir aber, beziehungsweise das mit dem Vibrieren, das macht mir aber immer ein bisschen. Ist noch irgendwo was aufgegangen? War klar, dass du genau hier vor wartest, ne? Rein. Ich habe das Gefühl, wir versinken hier und sterben gleich. Ich glaube, wir kommen bis da hinten gar nicht. Ah, okay, haben wir es doch geschafft. Ob wir hier hin müssen, ist immer eine zweite Frage. Es vibriert immer noch, weil das Vieh sich bewegt. Scheint hier auf jeden Fall. Nicht lang zu gehen. Vielleicht übersehe ich auch noch was. Na, viel zu übersehen ist ja eigentlich gar nicht. Au, ich übersehe doch was. Ha. Man muss nur ein bisschen genauer gucken. Noch ein Äffchen. Diese Äffchens. Alles klar. Hört sich schon wieder sehr gut an. Ich denke mal. Mann, blöde Tür. Ich wollte abmoderieren. Ach komm. So, jetzt eben schnell durch die Tür. Okay. Ich merke auch, dass ich nach der Tür nicht abmoderieren kann, weil da wird wahrscheinlich gleich diese Stacheln da anfangen. Also werden wir das eben noch hier durchziehen. Mal eben kurz noch speichern. So, Attacke. Wir sind fast gestorben.
Aber ist nicht so schlimm, wir haben das jetzt hinter uns gebracht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war der erste Part vom zweiten Level und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.